Hallo zusammen! Schönen Montagabend euch! Wie geht es euch? Ich hoffe gut. Ja, erstmal Vorstellungsrunde für alle Neuen, die uns noch nicht kennen. Wo fangen wir an? Das darfst du dir aussuchen. Wir fangen an mit A. A wie? Andi. Was machst du hier? Ich bin einer der Dokumi-Orgas oder hab irgendwas, wie auch immer. Du klingst gerade, als würdest du dich im Kopf entschuldigen. Das tut mir leid. Das ist Orgamit. Ja, ja. Aber ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich will auch ganz viel Spaß haben. Und das geht's mit B weiter, wie Benny. Ja! Burning Benny. Endlich wieder bei uns im Channel. Ja, genau. Ja, ich bin mit dem Andi der zweite Orga und so die Gründungsväter. Das ist ein tolles Wort. Das klingt so wichtig. Eigentlich so richtig so historisch gebildet. Mit der Brille sieht es auch sehr gebildet aus. Ja, dann gehen wir nach A. B kommt natürlich D. Nein, ich habe noch C. Stimmt. C. Ah, C. Oh, muss die Weihnachtsmütze. Muss ich auch? Die habe ich auch gegessen. Oh, tut mir leid, ich hatte Hunger. Ich habe heute kein Mittagessen gehabt. Oh, dann C wie? Creamy. Creamy. Was ist creamy? Ein Muffin. Ein Muffin? Ja, ein lächelnder Muffin. Ach so. Ja. Also Creamy ist das Dokumi-Maskottchen. Sternzeichen Streusel. Ja, Sternzeichen Streusel. So, weiter geht's. Jetzt sind wir aber bei D. Bei D. Was ist D? D ist Dokumi. Dokumi. Krass. Was könnte D denn noch sein? D wie Deutschland. Deutschland. Ja. Unser eigenes Land, welches wir noch kreieren. Ja. D wie Düsseldorf. Oder auch Demi Dokichan. Das bin ich. So, jetzt könnt ihr das Alphabet A, B, C, D. Ja, und noch weiter denn E. Wir hätten auch noch C wie Chiba kommen gehabt. Stimmt. Naja, egal. Oder F wie Fauli. E wie Eus. Aber wenn wir jetzt das ganze Alphabet einfach durchgehen wollen, dann wird es, glaube ich, ein bisschen anstrengender werden. Oh, so viel Zeit haben wir heute gar nicht, glaube ich. Mein Gott. Viele Geschenke zu verteilen. Geschenke? Wir haben noch gar keinen Weihnachten. Oh. Der Ton ist sehr hallend, wird hier gesagt. Der Ton ist komisch. Okay. Hilfe, jetzt kommen die ganzen Mikrofonexperten. Der Ton. So, ihr habt den Ton nicht recht. Der Ton wird komisch. Liegt wohl daran, dass es ein Monoton-Großmembran-Mikrofon ist. Das bedeutet, sollen wir das weiter wegstellen? Ah, warte, da oben öffnet sich ein Editor. Ja. Wo jetzt uns gleich eine Botschaft geschrieben wird. Eine geheime Regieanweisung. Ja. Leute hinter den Kulissen, so ein Glück. Stimmt. Guck mal, da gratuliert dir jemand nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Benni hatte am 2. Dezember Geburtstag. Ja, ist jetzt schon wieder her. Mann, die Zeit rast echt. Noch zweimal duschen, dann ist Dokumi. So was duschst du also noch bis zur Dokumi. Ja, wenn's hochkommt. Kampfsau, eins nochmal hier. Guter Name. So, erstmal regeln wir den Boden, dann sind wir wieder voll dabei. Oh, okay, E wie euch, da fällt mir ein, wir haben noch ein F. Wie Fauli. Ja, F wie Fauli. Fauli. Das hat mich schon. Echt? Ja, habe ich irgendwie geschlafen. Sollte jetzt der Ton... So ein langer Tag. Oh, es klingt jetzt besser. Okay. Sehr gut. Du kriegst jetzt ganz viele Glückwünsche, alles Nachträgliche. Dankeschön. Wollt ihr für ihn singen? Wie funktioniert denn das? Wir könnten jetzt irgendwie, ihr schreibt was und wir fügen es in Google Translate. Das vorlesen. Auf Japanisch. Auf Japanisch. Happy Birthday. Burning Benny's Birthday. Oh, Baby. Party. Party. So, ja, der Ton sollte jetzt in Ordnung sein, wurde uns von unserem... selbst sich bewegenden Computer gesagt. Oh, wie süß, jetzt singen wirklich alle für dich. Stell dir das mal vor. Ja, schön. Ja, so, Grüße aus Osaka, da ist jemand von ganz weit her. Osaka, ich will auch nach Osaka. Wie spät ist es jetzt gerade in Osaka? Mathematikaufgabe, Winterzeit. 8 Stunden Unterschied, mein... 6? 7, 8? Ne, 8, ne? Ja, 8, ne? Skippen wir einfach das Thema, es kann nur peinlich werden für uns. Okay. Also, es ist aber jetzt, läuft Deutschland vor oder Japan vor? Haben wir jetzt? Also ich weiß, dass ich damals zu Silvester morgens irgendwann aufgestanden bin, früh, um meinen Eltern ein frohes Neues zu wünschen. Also es ist entweder 8 Uhr, 7 Uhr oder 9 Uhr, aber ich glaube, wir sind uns ja voraus. Die sind uns voraus, das bedeutet,
Es ist 4 Uhr nachts vielleicht dort in Japan. Hm. Oh, guck mal, die Leute helfen uns so. Es ist 4 Uhr morgens dort. Ja. Und dann bist du so früh wach und schaltest nur ein für uns. Danke. An einem Dienstag. An einem Dienstag. Ja, wow. Sehr schön. Natürlich, weil der Andi was von Geschenken erzählt hat bestimmt. Natürlich. Und das, obwohl wir noch kein Weihnachten haben. Aber wir haben auch die schöne festliche Vorweihnachtszeit. Und dann beschenkt man sich immer. Voll mit Liebe. Schnee. Und Konsum. Der erste Schnee. Gestern hat es bei uns richtig doll geschneit. Bei einigen hat es ja schon vorher geschneit, letzte Woche, ne? Da hatten wir ein bisschen Schnee. Aber diese Woche, gestern, hatten wir so viel Schnee. Ja. Oh ja. Oh, wir haben ein bisschen lustig gerutscht, als wir versucht haben, Berg hochzufahren mit dem Dokumimobil. Aber wir haben es geschafft. Ja. Nur fast eine Kollision gehabt. Ja. Ach, nur weil uns jemand uns die Vorfahrt genommen hat und auch nicht bremsen konnte wie wir. Es war lustig, wenn so zwei Autos in Zeitlupe aufeinander zurutschten. Das war echt aufregend. Ich dachte, mein Leben wäre vorbei. Ich bei Terry wohl nicht. Aber das Dokumimobil, da wäre es ein bisschen kritisch geworden. Also fahrt alle ganz vorsichtig. Ja, heute ist der ganze Schnee hier in Bonn auch schon geschmolzen, aber die Busfahrer haben das noch nicht mitbekommen, deswegen fahren sie immer noch nicht. Ja, die fahren gar nicht, die fallen einfach alle aus. Ja, das stimmt. Naja gut, jetzt haben wir genug über unsere persönlichen Leiden geredet. Aber das im Schneespiel war toll. Ich habe gar nicht genug im Schnee gespielt, aber... Was hast du gestern im Schnee gemacht? Du musst mich einmal kurz reinplumpsen lassen, das war immerhin etwas. Echt, hast du gemacht? Ja, und man ist durch den Neuschnee gestapft und da ganz warm angezogen und alles war ganz, ganz flauschig weiß bedeckt. Ungefähr 20 Stunden später war alles im Matsch. Mhm. Aber für diese ersten 2 Stunden war es wunderschön draußen. Mhm. Ha, schön. Hört man nicht die Weihnachtsmusik im Hintergrund? Naja, ich glaube. Sonst würden wir die ganze Zeit mitsingen und die Leute singen auch mit. Oder wir müssen zwischendurch singen. So, was hast du denn heute für uns vorbereitet? Wir sitzen ja immer hier so ganz, ganz unschuldig und wissen von nichts. Und dann kommt plötzlich so, was ist die Quadratwurzel von... 3. Pi. Pi. 9. Oh Gott, warte, Pi ist doch 3,1415, ne? Also bist du... Okay, ich glaube, wir leiten dann mehr Zeit jetzt. Ich glaube, das wird ein bisschen länger werden. Es gibt auch Taschenrechner. So, das haben wir vorbereitet. Einerseits, wir haben Geschenke vorbereitet, wie gesagt. Darf ich die Tasche hochhalten? Nur die Tasche hochhalten. Nur die Tasche. Aber die Tasche gibt es nicht mal. Das ist ja das Lustige an der Sache. Nur der Inhalt. Oh nein, da hängt schon was raus. Ihr seht nichts. Diese süße Tasche. Da ist ganz, ganz die gibt es im Crowdfunding. Genau. Gab es schon, glaube ich, ausverkauft. Ja, schon ausverkauft, genau. Aber der Inhalt aus der Tasche, den gibt es noch für euch heute zu gewinnen. Und wie viele Geschenke gibt es? Sechs. Hatten wir nicht letzte Woche auch Nikolaus gehabt? Ja, ne? Ja. Ja. Am 6. Am 6. Und heute haben wir den 11. Trotzdem, habt ihr was zu Nikolaus bekommen? Nee. Habt ihr euren Stiefel rausgesteckt und ganz wieder Weihnachtsschokolade bekommen? Und ich wollte es tun, aber ich wusste, bei mir kommt der Nikolaus nicht vorbei, weil ich schon jeden Tag so viel Schokolade esse. Und deshalb wollte er, dass ich vielleicht eine Diät mache an Schokolade. Vielleicht hast du ja auch quasi den Jahresvorrat schon gegessen. Und oh, das könnte sein, ja. Hast du so viel Hunger gehabt? Ich liebe Schokolade doch. Ich auch. So, schön. Und du, hast du was zu Nikolaus bekommen? Ja, tatsächlich von meiner Vermieterin. Als ich nach Hause gekommen bin, stand da ein Nikolaus vor der Tür. Oh, das ist ja süß. Ja. Ist eure Vermieter auch so nett? Die ist immer sehr, sehr bemüht sich. Allein bemüht ist das ist ein böses Wort. Sie engagiert. Ja, sie ist auf jeden Fall sehr fröhlich und fragt auch immer, ob alles in Ordnung ist. Das ist doch gut. Ja. Das sind tolle Vermieter. Das stimmt. Der Nikolaus. Glaubt ihr eigentlich noch an den Nikolaus? Ich glaube noch an ihn. Ich weiß, dass es ihn irgendwo auf dieser Welt gibt. Warum fragst du das, wenn du daran glaubst? Dann gibt es auch keinen Zweifel daran. Ja, aber einige Leute sagen, es gibt ihn nicht. Es gibt auf jeden Fall den Knecht Ruprecht. Oh, und was macht er? Bestrafen. Und wieso? Wenn man unartig war. Warst du unartig? Nein, ich bin immer brav. Ja. Tja, ja. Und fleißig. Und fleißig. Ah, ja. Und, albern. Ja. So, wunderbar. Andi Katze und Benny alias Harry Potter. Ach, du bist Harry Potter. Ja. Stimmt, du hast rot an wie Gryffindor, du hast ein Wappen an deine Brille. Ja, stimmt. Hipster die Brille Potter. Ist ein bisschen falsch, hätte so ein bisschen runder sein müssen. Noch, aber noch die Narbe dran.
Daran können wir arbeiten. Da vorne sehe ich einen Hammer. Kein Problem. Dann müsste ich aufstehen. Nee, besser nicht. So. Aber ich habe eine Sonne mitgebracht. Oh ja. Man sieht sie nur nicht gut im Licht. Oh, unsere Sonne. Unsere Sonne. Also sie blendet. Sonne. Sie blendet. Die leuchtet richtig. Ja. Sie strahlt schon. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal so diese Angewohnheit, dass ich richtig hässliche Dinge finde und sie einfach haben muss. Und, das gehörte dazu. Ich weiß auch bis heute nicht, ob es ein Löwe oder eine Sonne sein soll. Aber Sonne. Es ist einfach irgendwie... Aber das ist wie die Teletubby-Sonne, aber es ist ein Löwe. Ja. Und es ist cool. Und sie kann strahlen in der Sonne, je nachdem. Mhm. Naja. Okay. Und wie heißt die Sonne? Sonny. Ja, Sonny. Sonny, die Sonne. Ich bin immer sehr kreativ. Uh-huh. So, wunderbar. Also, oh, Pi, guck mal. 3 mal 5. Sehr. So weit kamen wir. Aber davon die Wurzel von Pi. Nicht nur Pi. Schön kopiert. Weißt du noch, was die 20. Stelle war bei Pi? Das hatten wir mal nachgeguckt. Ne? Ja. Wir könnten es jetzt danach ich zählen. Ich glaube, das war 6. So. Benni, du Dokum wie Sonnenschein. Das ist ja, falls der Sonnenschein nicht reicht, habe ich hier auch zum Geburtstag geschenkt bekommen eine wunderbare Einhorntasse mit Regenbogenschweiß, Schweif. Ja. Und da kann man ganz professionell raustrinken. Oh. So süß! Einhorntee. Ja. Mhm. Ja. Wunderbar. Aus Einhornblut. Der ist schon aus, den habe ich schon leer getrunken. Oh. Ja. Ja, es kommt übrigens das letzte Einhorn auf RTL irgendwas, habe ich gesehen. So oh, eins jedes Jahr. Das ist doch gut so, denn das gehört zu Weihnachten dazu. Ja. So wie zu Silvester diese wunderbare Dinner for One dazu. Habe ich übrigens noch nie geschaut. Was, noch nie, was niemand mehr sehen kann, aber sich jedes Jahr jeder anguckt. Die so. Leute finden deine Tasse toll. Du hast immer so tolle Sachen. Du hast ja. diese Sachen immer nur. Die habe ich geschenkt bekommen. Mhm. Und das hier ist tatsächlich aus dem Ikea, diese wunderbare Löwen-Sonnen-Sonne. Wir suchen alle nach dieser Ikea-Sonne. Wunderbar. So. Eine kleine Randinfo für die Gewinnspiele heute, oder die Gewinner. Da kümmert sich um die liebe Tess darum, die ihr auch jetzt letzte Woche schon im Dokumi Mainstream gesehen habt und auch morgen wieder... Mit wir League of Legends gezockt. Ja. Und die kümmern sich heute um die Gewinner. Das heißt, schreibt bitte Moonicune hier in Twitch an. Die ist auch, glaube ich, im Chat aktiv. Ja, ich habe sie vorhin gesehen. Ja. In Pink. Genau. Pinke Schrift mit einem Schwert davor. Genau. Und erster Buchstabe groß. Genau. Nehmen wir mal. Also wichtig nochmal sagen, dass bei einer Antwort. Ja, ich lese das einfach vor. Das ist einfacher. Also, alle, die letztes Mal nicht dabei waren, wir haben immer, um die Gewinne, die Geschenke rauszugeben, immer eine Frage gestellt und darauf könnt ihr antworten und nicht der erste gewinnt, sondern unter allen Antworten verlosen wir dann nochmal. Ja. Und wichtig ist, dass ihr auf Groß- und Kleinschreibung achtet und daher immer mit Großbuchstaben eigentlich antworten solltet, weil es ja meistens Nomen sind, die dann als Antwort rauskommen. Und so, daher schreibt bitte, wenn die Antwort zum Beispiel Dokumi ist, das D groß. Genau. Vielen Dank. Wie heißen wir? ABCD. Dokumi. Ja, genau. Also, immer, ja, das ja. erste, den ersten Buchstaben groß schreiben. Ja. Und keine Sonderzeichen. Genau. Kein Ausrufenzeichen, keine Smileys, keine, was weiß ich. Sehr schön. So, ja, okay. Ich hoffe, wir haben auch Fragen vorbereitet. Die ergeben sich ganz spontan, wie ich Lust und Laune habe. Ach so, oje. Die ganz das K Fragen. Auch groß? Nein, das K nicht groß. Nur also, den Anfangsbuchstaben genau. groß. Mhm. Wie? Wir fordern unsere Zuschauer dazu auf, Dokumi falsch zu schreiben. Ja, aber wir werden ja niemals eine Frage stellen, wo Dokumi drankommen wird. Werden wir? Wer weiß. Boah, das wäre jetzt so richtig gemein, wenn du jetzt eine Frage stellst, weil das die richtige Antwort ist. Ja, wer weiß, vielleicht die letzte Frage. Was war das Wort, was wir ganz am Anfang gefragt haben? Da fällt mir übrigens ein, wir müssen noch die neue Fanart noch ausdrucken. Oh aufhängen. Ja. Ich kam immer noch nicht dazu, aber ich werde noch dazu. Das machen wir diese Woche. Hoch und heilig versprochen. Fauli versprechen. Oh, dann machst du das. Oh je. Du hast das Versprechen abgegeben. Du weißt, dass ich nicht mal Sachen drucken kann. Ich bin da nicht so fähig. Mhm. Und aufhängen ist richtig. Ich pack hier Käse auf Helm dran und dann sieht das der Bild Bild wird kaputt. Hängen, aber der Rest der Wand wird einbrechen. Genau. Maxi weint und Tonko ist irgendwie, weiß nicht, hinter der Couch verschwunden. Nee. Ja. Okay. So, was wollten wir heute so bereden erstmal?
Was habe ich nochmal diese Woche angekündigt? Helferanmeldung. Helferanmeldung. Was ist ein Helfer? Das wohl Wichtigste, was es auf der Dokumi gibt. Ja. Neben Spaß. Richtig, das Herz der Dokumi. Genau. Und zwar machen wir natürlich die Dokumi nicht zu zweit, nicht zu dritt, nicht zu 20, nicht zu 30, sondern zu 500 mittlerweile. Ungefähr 500. Ja. Und natürlich möchten wir das auch dieses Jahr wieder zu so vielen machen. Und jeder, der möchte, kann sich bei uns als Helfer bewerben und kann dann Teil des Teams werden, der quasi vor Ort als Unterstützung für die Dokumi quasi so als eine große, zu einer großen Familie mit uns wird. Dokumi Family. Genau. Oder ein großer Blob. Ein großer Blob. Genau. Das heißt, es gibt Einblicke hinter die Kulissen, es gibt beste Möglichkeiten, neue Freunde kennenzulernen, wenn man da erst recht in Gespräche kommt. Ja. Es gibt Möglichkeiten, einfach mal zu sehen, wie das Ganze abläuft, was da eigentlich alles hintersteckt, warum alles schief läuft, wie es schief läuft, wo Andi ist. Obwohl, nee, das finden wir nicht raus. Nein. Ja, und das alles gibt es. Natürlich noch ganz viel Unterstützung und so und so. Alles. Ja. Also spaßige Arbeiten und einen albernen Andi. Im Prinzip, wenn man es jetzt ganz langweilig und trocken sagen würde, würde man sagen, ein Helfer ist ein Ehrenamtler, der bei der Dokumi arbeitet und anschließend wieder nach Hause fährt. Nein. Aber man kommt, um zu bleiben. Genau. Ja, das stimmt. Also die meisten, die bei uns mal Helfer waren, sind auch irgendwie nie wieder gegangen. Ja. Also vielleicht irgendwie aus persönlichen Gründen oder sowas. Also viele auf jeden Fall. Ja. Und Das hat über die 10 Jahre durch eine echte Familie geworden, das muss man wirklich sagen. Genau, da schließt man tolle Freundschaften. Man wächst wirklich zusammen, weil man zusammen das alles schaffen muss dieses Wochenende. Ja. So wie wir. So wie wir. Jeden Tag. Genau. Meine Väter, meine Dokumi-Väter. Mhm. Ja, ich weiß, Tochter, dass ich alt bin. Nein. Du bist doch nur gerade 17 geworden, oder? Ja, genau. Bald bist du sogar volljährig. Ja. Yeah. Ja, dann habe ich meinen Enten-17. Geburtstag. Ja. Tja. Wunderbar. Die Dokumi gibt es seit 10 Jahren und wenn Benny erst 17 geworden ist und er der Gründer der Dokumi ist, dann hat er mit wie vielen Jahren die Dokumi gegründet? Das ist nicht die erste Frage, oder? Oh, wir können Textaufgaben stellen. Mathematik mag ja auch jeder so gerne. Och, das machte Mathe immer ganz gerne. Aber ja. Nee, also generell, jeder, der irgendwie Lust hat, der Dokumi beizutreten, mal zu sehen, wie das alles abläuft. Es gibt die Möglichkeit als Helfer, quasi es gibt gewisse Schichten, das heißt, man hat auch mal die Zeit, natürlich über die Kon selbst zu laufen, sich das anzugucken. Aber ich glaube, das Spannendste dabei ist tatsächlich einfach, dass man mal einen Einblick hinter die Kulissen kriegt, mal zu sehen, wie das alles abläuft, wie so die Kommunikation funktioniert und vor allen Dingen halt Freundschaften zu finden. Weil schon allein, wenn man einfach im Pausenraum sitzt und sich gerade sein Helferessen futtert, da sitzt man ja selten einfach alleine am Tisch. Und selbst wenn man schüchtern ist, setzt sich irgendjemand zu ein und man quasi einfach miteinander. Und das ist halt irgendwie super. Bist du das doch? So, die Details wollte ich weglassen. Ja, wenn man Essen teilt, ist man wirklich befreundet. Genau. Ja. Wichtig ist, dass ihr am Tag der Dokumi mindestens 16 Jahre alt seid und dementsprechend, es gibt auch unterschiedliche Posten, also wenn ihr das erste Mal dabei seid, ist es vielleicht ganz hilfreich, jetzt keinen konkreten Wunsch, dann heißt es, dass ihr quasi dann vielleicht ein gewisser sogenannter Springer seid. Springer bedeutet dann, dass ihr quasi so da überall eingesetzt werdet, wo gerade Not am Mann ist. Und das bedeutet, ihr habt eigentlich einen Blick in alle Bereiche. Ja. Also überall, wo es gerade brennt und chaotisch ist und jemand dringend benötigt wird, da habt ihr Einblicke. Also eigentlich überall. Überall. Ja. Genau. Nee, ansonsten, wir haben viele große Teams und brauchen viel, viel Unterstützung, weil so eine große Veranstaltung mit über 40.000 Besuchern braucht man auch viele Helferchen, die helfen den Elfen. Und deswegen geht im Laufe des 15. Dezember diesen Jahres das Helferformular online. Ja. Und ja. Ich habe jetzt keine Uhrzeit groß und grob definiert, weil es ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr am Abend erst euch anmeldet. Es ist, glaube ich, nicht so, dass jeder Helfer ein Ballticket kriegt, keine Sorge. ihr braucht nicht alles auf einmal euch anmelden. Aber am 15. geht es online, könnt ihr auf der Webseite dann finden unter Veranstaltung Helfer werden. Und
Da steht dann auch nochmal alles im Detail. Da gibt es ein riesengroßes Formular, wo man erstmal sich denkt, so, oh Mann, was wollen die alles von mir wissen? Aber, das ist halt wichtig, ja. Genau. Wir achten ja auch auf Sachen wie Allergien und sowas, dass ihr halt, oder wenn ihr solche Vegetarier seid und dass das beim Essen berücksichtigt werden soll, das achten wir ja auch. Oder wenn ihr irgendwie übernachten möchtet, weil ihr nicht aus Düsseldorf und Umgebung kommt, haben wir natürlich ein Helferhotel, wo dann quasi alle zusammenkommen. Das ist auch wieder ein guter Punkt, um Freunde kennenzulernen. Oh, ja. Genau. Und da wilden Partys im Hotel. Genau. Und da ist man viel zu müde für. Aber man lebt nur einmal. Ja, da übernehmen wir den größten Teil der Kosten dann. Genau. Wird sehr stark und subventioniert, das Hotel. Genau. Ja. Das heißt, ja. Es ist toll, wirklich. Damals habe ich ja auch angefangen als Helfer. Also ich war Maid. Maids und Host sind ja auch Helfer. Und das ist eigentlich nur eine spezielle Helfergruppe, ne? Aber dadurch habe ich unendlich viele Freunde getroffen und dann konnte ich auch nicht mehr weg von der Dokumie. Ich sitze ja immer noch hier. Siehst du, wir lassen dich ja nicht weggehen. Also man will auch gar nicht gehen, wenn man einfach so tolle Freundschaften findet, die man halt auch dann privat noch so treffen möchte, die ganzen Leute. Und dann zum Beispiel auf dem Japan-Tag, dann hat man ja auch immer so dann nochmal so eine kleine Helferversammlung, Grüppchen. Alle Leute, die man auf der Dokumi kennengelernt hat und hat dann zusammen Spaß auf dem Japan-Tag. Das ist halt auch super toll. So, und was wollten wir noch dazu sagen? Dass der Vertrag mit Blut unterschrieben werden muss, bitte nicht vorlesen. Unsere Blutklausel, Seelen verkaufen war dann wahrscheinlich auch nichts, was ich bei der Kamera sagen soll. Seelen zu verkaufen. Und dass sie uns ganz viel Schokolade, besonders mir, geben müssen. Schokolade. Wie ist das eigentlich, wenn man die Seele schon für was anderes verkauft hat? Kann man die trotzdem noch wieder für uns kaufen wir an? Ankaufen. Kann man die Seele nicht splitten und dann mal verschiedene Teile, Anteile nehmen? Das hat doch bei Harry Potter schon gut funktioniert. Ach so? Ja. Hat, glaube ich, ich weiß nicht, einer von den Charakteren, zwar auf jeden Fall, hat gut für ihn geendet. Ganz sympathischer junger Mann. Hat doch keine Nase gehabt, glaube ich. Ja. Ein bisschen Schwund ist immer. Ja. Mit 10% Verlust muss man halt immer rechnen. Richtig, genau. Das ist doch verkraftbar. Wenn es nur eine Nase ist. Ja, wunderbar. mir fehlt mein Zauberstab. Ja, den kriegst du dann nächstes Mal. Okay. Bring dir ein Stück Ast mit. Dankeschön. Das kann ich dann in Schokolade dippen, dann habe ich kleine Snacks. Wunderbar. Ja. Ja, wir haben gleich. In 5 Minuten können wir doch das erste Geschenk rausgeben, oder? Ja, Geschenke. In fünf Minuten. Und was machen wir die 5 Minuten lang? Nur lächeln und winken. Winken. Wollt ihr dann Helfer werden? Bitte. Wer kann dann da noch Nein sagen? Ja, oder? Ja. Ich glaube, ich hätte jetzt auch Helfer. Ja, ja. Du auch? Ich bin während der Dokumi weit, weit weg. Ach so, wolltest du nicht nach Japan oder so? Andere Planeten ist besser. Oh. Nein. Auf dem Mond schießen wir dich. Obwohl, du brauchst einen Ort, wo es Feuer gibt. Und du brennen kannst. Ja. Auf der Venus brennst du doch immer, oder? Auf der Venus? Nicht auf dem Mars? Auf dem Mars wollen wir doch jetzt demnächst die erste Dokumi-Siedlung gründen. Ach so. Ja, das erste Camp nur für Otakus. Unsere eigene Stadt. Unsere eigene verstrahlter, wunderschöner. Wir brauchen noch Geld dafür. Also falls jemand gerade noch ein paar Milliarden Euro übrig haben sollte. Das PayPal-Konto blenden wir nicht ein. Elon Musk würde wirklich gerne eine Otaku-WG auf dem Mars gründen. Findest du gut? Wir warten auf Ihr Feedback. Super. Er meldet sich. Wir könnten mal eine Crowdfunding-Kampagne dazu gründen. Erste Otaku-Kolonie auf dem Mars. Ja, außerordentlich wichtig. Mit ein paar Stretch-Goals. Also so die ersten 10 Milliarden braucht man natürlich erstmal, um überhaupt die Planung starten zu können. Und danach fangen wir dann an mit Anime-Kinos auf dem Mars. Eben. Und immer mit so einer Flatrate für Akiba Pass und Crunchyroll und einem ganz großen Vorrat an Blu-rays und DVDs. So, jetzt haben wir schon mal einen von den 5 Minuten, die du gesagt hast. Wir könnten natürlich auch schon mal die wichtigen Themen weiterreden, es sei denn, uns gehen die sonst gleich aus. Ach Quatsch. Oder doch das Geschenk. Wir haben ja so viele heute, ne? Ja. 6 Stück. 6 Stück. Oh Mann. Jede halbe Stunde eins könnte ein bisschen knapp werden in der Zeit, die wir haben. Obwohl, wir können ja mal machen um 20 Uhr 26. Kommt jetzt das erste Geschenk. Aber die haben eine halbe Minute Verzug, das heißt, für dieses um 20 Uhr 27. Dramatisch. Ja. So, was nehmen wir denn? Willst du diesmal aussuchen? Wir hatten letztes Mal schon so viel gemacht.
So, ich darf jetzt irgendwas Spannendes hier rausnehmen. Muss aber sagen, was es ist. Genau. Oh, dann nehme ich nicht das, das weiß ich nämlich nicht. Viel Spaß euch. Warte, das sind 6 Geschenke. Ja. Ich darf anfangen, das heißt, ich muss das auf keinen Fall, das ist gut. Ich fange jetzt einfach mal an mit irgendwas ganz Süßem. Das hier finde ich schon ganz süß. Ja. Ja, was ist das denn? Ach, das ist so eine Mischung aus mehreren Sachen. Das ist fies, wenn ich hier irgendwie rumblätter und keiner sieht, was ich mache. Ach, das haben wir sogar zweimal. Oh. Aber nehme ich das zweimal Ding jetzt auch oder nehme ich was anderes? So, wir haben rausgesucht dieses wunderbare, was man glaube ich... Jetzt muss ich aufstehen, ne? ein süßer Anhänger. Wisst ihr noch den Namen des Maskottchens? Das könnte jetzt die erste Frage sein. Wer ist das eigentlich? Wer ist das? Weiß ich gar nicht. Wer könnte es sein? Tja, dann haben wir ja schon die erste Frage. Aha. Ich gebe einen geheimen Tipp. Es ist auf der Homepage der herausfindbar. Ja, soll ich das mal irgendwie... Ach so, ist ja langweilig. Ja, der Benni hat ja mal wieder nicht auf einen. Oder in unserem YouTube-Kanal wird das auch noch mal erwähnt. Ein bisschen unscharf. Man kann sich das Restliche jetzt einfach vorstellen. Einfach Augen zusammenkneifen. Gut beschützt dann, in einer Folie. Ja. Und sie ist auch hier. Da. Jetzt hast du das Geschlecht verraten. Oh. Triggert. Die haben getauscht. Ja. Und daher, weil sie getauscht haben, was ist denn auch von ihm, mein Gott, so kompliziert. Also, wunderbar. Genau, einfach mit großen Buchstaben am Anfang. An unsere wunderbare Monique Jung. Nein, es ist nicht Andi, nein. Es ist nicht Andi. Nein. So. Wer hat sie eigentlich designt? Das habe ich mich schon immer gefragt. Die Arian hat dieses wunderbare. Aber ich glaub, wie kam die auf das Maskottchen? Das war die Moni. Moni, ja, damals 2009. Ja. Die Moni. Haben wir die Flair noch irgendwo hier? Irgendwann bringen wir in den Stream mal die ganz alten Dokumi-Flyer und Programmhefte mit, so von 2009, 2010, von 2011, das war eines meiner Favorite-Dinger, was du damals gemacht hast, mit dem Stoffmuster auf dem Flyer. Ach so. Und da tatsächlich... Mit 1 Million Designsünden, aber die sieht man zum Glück nur selber. Und die liebe Moni hat damals Tomoko und Asuka designt, beziehungsweise erschaffen, in einer Last-Minute-Aktion, und das Ergebnis war so süß. So niedlich. Willst du behaupten, dass bei uns Dinge last minute designt werden? Niemals. Nein. Sehr gut. So, wunderbar. Während jetzt alle Leute wahrscheinlich fleißig am Raten und Rätseln sind, bist du hier richtig konzentriert. Ja. Suchen wir die Gewinner jetzt sofort raus oder passiert das irgendwie? Per Generator. Per Generator. Der immer sehr gut funktioniert. Oh nein, ich funktioniert das immer, nicht. Doch, er funktioniert. Gott sei Dank. Okay, wunderbar. Mhm. Und denkt dran, schreibt Tess bzw. Monekune, entschuldige, dass ich es vielleicht falsch ausspreche, hier im Chat an. Und wenn ihr der Gewinner seid, dann könnt ihr da rüber. Da. Ach, wir haben den Gewinner schon definiert. Oh, ja. Wunderbar. Oh, it happened. The winner is Himineko-chan. Aha. Nochmal. Himineko-chan. Himineko-chan. Yay. Die Katzenprinzessin. Ah. Ich bin so... Oh Gott, kriegen wir ganz viele Follower rein. Viel Spaß damit. Das ist zwar ein Handy-Anhänger offiziell, aber man muss es natürlich nicht ans Handy befestigen. Man kann es auch an Schlüssel befestigen, an Tasche, an eine Schleife. Ja, und im Zweifel kann man auch das Band hier bestimmt irgendwie abmachen und durch irgendwas anderes ersetzen. Aber es ist so süß. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Leg das jetzt erstmal zur Seite, damit wir es gleich nicht nochmal verlosen. Geschenke verschenken macht so viel Spaß, ich liebe es. Wir sollten jeden Stream Geschenke verschenken, aber ich glaube, das ist irgendwann arm. Aber man wäre sehr glücklich. Das stimmt. Ja. Geben ist immer schön. Was verschenkt ihr eigentlich so an Weihnachten? Habt ihr schon Ideen, was ihr Leuten zu Weihnachten schenkt? Liebe. Goldbarren. Goldbarren? Faultier. Oh, Andi, wir sind doch so gute Freunde. Ja, du wolltest mir bestimmt was schenken, habe ich gehört. Faultier. Wir schenken dir auch alle was. Ja, du kannst es auch Schokolade. Gold, nein, Goldmünzen, diese wunderbaren. Ja, aus Schokolade, Flüger, wo man sich die Zähne ausreißt und mal reinbeißt. Oh ja. Ja. Ich will eine Faultierreise haben. Wo man ganz viele Faultiere... Gegen Goldbarren?
Das lohnt sich ja schon, ne? Je nachdem, kommt drauf an, wie groß der Goldbarren ist. Ja, also ein Barren muss ja schon mindestens irgendwie, also 20 Kilo, ne? Ich möchte aber erwähnen, dass Barren ein wirklich schönes Wort ist. Goldstück. Goldstück ist auch. Stimmt, ich wollte eigentlich auf den Weihnachtsmarkt in Barrendorf, glaube ich. Barrendorf. Mhm. Wo ist das denn? Ja, ich glaube in der Nähe von Dortmund. Nee, im Ruhrpott wahrscheinlich. Mhm. So. So. Wunderbar. Geschenke. Was verschenkst du so? Wir haben irgendwie so alle mittlerweile fast ausgemacht, dass wir uns nichts mehr schenken. Mhm. Deswegen ist das irgendwie gar nicht mehr so einfach. Ja. Also. Du hast ja gesagt, du verschenkst Liebe. Ja. Das ist auch das Aufmerksamkeit. Schönste. Aufmerksamkeit. Oh. Ich kriege also alle Aufmerksamkeit von Benni. Ja. Ganz viele Likes auf Facebook. Gegen Goldbarren. Gegen Goldbarren. Ich like deine Page. Für Goldbarren. Fast wie der Zuckerberg selber. Was verschenkst du denn? Was verschenke ich denn? Das darf ich nicht verraten. Warum nicht? Für alle, die das jetzt followen und mitschauen, wissen die das schon. Ach so. Ja. Zum Beispiel, ich schenke euch ja auch was. Ja, ich brauche. Das sind immer die Fallen, weißt du, da sagen alle, nein, wir schenken uns zu Weihnachten nichts, nein. Ich hab doch schon was, weißt du das nicht? Das habe ich doch schon. Hallo, es ist länger als 10 Minuten her. Also. Nein, dann weiß ich es noch, ja, habe ich vergessen. Okay. Einfacher Baum. Hashtag Weihnachtsstress. Aber ich kaufe meine Geschenke einmal vorher, nicht so wie du am letzten Tag. Ich habe noch 12 Tage Zeit. Aber dieses Jahr fällt Weihnachten, glaube ich, an, wie hat man das, war Sonntag, ne? Ich kann mal gerade gucken. Weihnachten, machst du jetzt Heiligabend oder? Ja, Heiligabend. Das ist ein Sonntagabend. Ja, das heißt, diesmal gibt es keine am gleichen Tag am noch 23, einkaufen. Am 23. dann kann ich noch kaufen. Das stimmt. Am 24. bin ich ja beschäftigt, da haben wir unseren Weihnachtsstream. Mhm. Mittags aber, nicht am Abend. Genau. Am Abend sind wir ja alle bei den Familien. Ja. Aber mittags sind wir extra für euch da. Ja. Also wenn ihr noch vor Heiligabend Langeweile haben solltet, schaltet auf jeden Fall ein. Jo. Mhm. Noch ein Wallscroll oder so von mir drucken, damit ich das hinnehmen könnte. Oh, so auch so eine Pappfigur. Ja. Eine Baby-Pappfigur. Und es ist immer am Brennen, muss man so ein kleines Feuerchen dran halten. Oder so ein Dachimakura. Oder ein weihnachtliches Kerzchen. Oh, stimmt, wir wollen Adventskranz machen. Ah, toll, ja. Benni. Sehr schön. Wir haben eine richtige fine Benni-Merchandise, ne? Ja. Kriegen immer ganz, ganz viele Antworten. Wir brauchen nicht selbst denken, das ist immer ganz gut. Ja, ne? Alle helfen uns. Hive Mind. So, wie feiert ihr eigentlich Weihnachten? Stimmt. Bei meinen Eltern. Mm. Im Sauerland. Sauerland. Da liegt sind jetzt alle ganz Schnee. Sauer dort? Naja, weil es dauerhaft nur am Regnen, Entschuldigung, es ist Dezember, dauerhaft nur am Schneien ist. Wobei Schnee geht eigentlich. Also wenn im Sauerland Schnee fällt, dann fahren die Busse noch. Also meistens. Vielleicht am ersten Tag nicht so fürchterlich, aber ja. Stapfen dann so mit Rad und vor Rad sich entlang. Die wollen nicht, sondern die stapfen. Oh. Also die Kutschen fahren dann. Ich auch Kutsche fahren im Schnee. Ist ja kalt, aber es ist cool. Mit Faulrentieren. Also mit Faultieren, die da so. Ja. Ja. Es geht langsam voran, yeah. Aber es geht. Nein, vielleicht sind die gar nicht stark genug, um die Kutsche zu ziehen. Vielleicht ist der Schnee bis dahin schon geschmolzen. Stimmt. Dann frieren die Faultiere, das geht doch auch nicht. Wir ziehen ihnen ganz fettes Fell an. Und nein, wir ziehen ihnen so kleine Weihnachtsrobe und Weihnachtsmützchen an. Die so wie helfen die Elfen. Wir kriegen auch so Öhrchen auf. Cosmo und Wanda. Cosmo und Wanda Faultiere. Sehr gut. Wunderbar. Weißt du? Jetzt haben. Ja. Ja. Nein, erzählt weiter. ja, auch mit der Familie natürlich. Und normalerweise gibt es bei uns immer Forelle. Forelle? Lecker Forelle. Mm. Aber diesmal gibt es solches anderes. Diesmal gibt es Ente oder sowas. Mm. In Deutschland ist es ja so, dass man an Weihnachten immer mit der Familie feiert und an Neujahr mit Freunden. In Japan ist es so umgekehrt, ne? Also an Weihnachten hat man meistens so Weihnachtsdates mit seinem Liebsten oder man geht dann, wenn man Single ist, alleine Karaoke singen oder so und man isst voll gerne Kentucky Chicken. Wir wurden zum Essen eingeladen. Ja. Oh. Oder zumindest du. Ich weiß es nicht. Möchtet ihr? Nee, das ist die Mehrzahl. Aber ich wurde angesprochen. Du bist ein super Köchin. Was gibt es denn zu essen? Ich liebe es. Da ist auch jemand aus dem Sauerland. Das sind ganz viele aus dem Sauerland. Sauerland. Sehr gut. Wo war ich dran?
dass wir gerade 35 hatten und nur noch 5 Geschenke haben. Da müsst ihr noch was verschenken. Ja, ne? Jetzt schon? Weiß ich nicht. Eben war es 26, stimmt. Jetzt ist es 35. Gott, wie die Zeit vergeht. Ja. Kein Wunder, dass wir schon bei 2020 haben. Ja. 2020? Nein, noch nicht. Ja, da müssen wir noch dreimal schlafen. Oh, okay. Nur dreimal? Wow, ja. Du schläfst aber oft im Leben. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Mhm. So, jetzt ist der Andi dran. Okay. Bin ich dran? Ob ich darauf so... Ja, ja, du musst aber auch sagen, was es ist. Mir tut schon derjenige leid, der nachher das eine rausgreift, von dem wir es alle nicht wissen, was es eigentlich ist. Es ist was Wundersüßes. Überlege. Eine gute Frage. So, es gibt von mir auch noch einen Anhänger. Diesmal aber die zuckersüße Choco. Unser Instrumentmaskottchen mit dem süßen Panda-Köpfchen als Anhänger. Mm. Einer meiner Favoriten aus dem Anhängersortiment, was wir haben. Mm. Das nehme ich jetzt verlosen. Ja, schön. Brauchen wir nur noch Frage. Eine Frage. Ja, denn was? Wir haben immer ein Maskottchen, was viel zu kurz kommt. Verboten zu kurz kommt. Oh. Und ich glaube, es haben schon alle seinen Namen vergessen. Und zwar unser lieber, süßer, kleiner... Der kleine Blondschopf hier, der so voll putzig und moe bui ist und so. Ich finde ihn voll süß. Aber er hat auch einen Namen. Echt? Ja. Und wie der Name heißt, oder wie er heißt und wie sein Name ist, das wollen wir jetzt von euch erfahren. Die werden gleich einfach nur noch die Maskottchenseite aufhalten, weil wir alle Fragen jetzt darauf warten. Nein, nein, wir haben auch andere Fragen. Ich wollte mir was nur ich weiß. Wie zum Beispiel, du weißt. Wie zum Beispiel den vollkommen korrekten Aussprache des kategorischen Imperativs von Kant. Immanuel Kant. Sehr galanter Typ. So, reden wir über Dinge, die Leute interessieren. Ich wollte gerade sagen, deswegen fängst du mit Informatikzeug an, ich sehe es schon. Genau. Du fährst mit Medikamenten. Wunderbar, da sind schon ganz, ganz, ganz viele Antworten. Wow. Ob die wohl richtig sind? Woher kommen die ganzen Phone Straps aus unserer reinen Tüte? Ja. Aus unserer Wundertüte. Naja, ein paar davon sind tatsächlich als Crowdfunding-Goodie raus. Mhm. Andere gab es tatsächlich für unsere Helfer exklusiv. Mhm. Und wiederum andere gibt es als Merchandise. Ja. Genau. Im Made Café zum Beispiel zu kaufen oder so. Mhm. Es gibt auch einen neuen Anhänger, ist im kommenden Crowdfunding-System, aber den gibt es natürlich dann noch nicht hier. Den gibt es natürlich erstmal nur für alle, die halt am Crowdfunding-System teilnehmen. In ein paar Jahren haben wir alle zusammen. Ja. Bei der Ming ist das nicht tatsächlich einer von denen hier? Nee. Nein. Die wir haben, ist Asuka. Das ist, genau, Asuka ist für dieses Jahr im Crowdfunding drin, das ist doch Choco. Ah, ja, okay. Aber das ist doch das Maid-Maskottchen. Genau, eines der beiden Maid-Maskottchen. Genau. Ich kenne Maskottchen, aber ich wusste gerade nicht mehr, was wir auf unserem Hoodie-Seite stehen haben. Ist länger als 10 Minuten. Ah, du hast es doch auch bearbeitet, das Bild. Stimmt, und er hat so... Ach, stimmt. Ja. Na, ich habe es, die Arian hat es ausgeschnitten, designt und sonst was alles. Ich habe es dann einfach nur versucht, ein bisschen dreidimensional plastischer zu machen. Plastischer? Plastischer. Gerade so plastische Chirurgie. Panda, naja, Andi, der ist Kumi natürlich, es ist Kumi, unser Pandachen von unseren Mates. Natürlich, ich hätte seinen Namen sagen sollen. Oh, wir haben einen Gewinner. Wer ist der Gewinner? Two Switch. Oh, eine Zahnhexe. Two Switch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das heißt, habt ihr damals auch immer irgendwelche kleinen Präsente bekommen, wenn eure Zähne ausgefallen sind? Nein. Ach ja. Ich erinnere mich nicht an sowas. Meine Zähne fallen nicht aus. So ist es. Ich habe immer noch Milchzähne. Sehr schön. Und du? Ich glaube, ich habe immer so eine Kleinigkeit bekommen, aber... Weißt du noch was? Vielleicht waren es 5 Mark. Oh, das ist richtig viel. Vielleicht. Das gab auch als Münze. Ja, stimmt. Obwohl so viel. Das kann ja nicht sein. Hätte ich mir wahrscheinlich als Kind die Zähne ausgerissen. Lutschig. Voll die gute Investition. Lässt sich ein Spiel 30 Euro. Oh, die 60 Mark damals. Das sind viele Zähne. Oh Gott, das ist irgendwie makaber. Ja.